Hallo meine Lieben, heute habe ich meine Top 5 Herbst-Winter jetzt auch schon ein bisschen Lippenstifte für euch. Und ich denke, die Farbe, die ich heute trage, wird euch schon so ein bisschen verraten, in welche Richtung es geht. Aber ich habe auch noch zwei andere schöne Alternativen für euch. Und ja, meine erste Farbe, die ich im Herbst sehr, sehr liebe, die trage ich heute auch, ist diese hier. Das ist die Farbe All-in-One Lipstick 660 Bit My Lip von Manhattan. So rum. Und die schaut so aus. Also ein sehr, sehr schönes dunkles Rot. Geht so in die Richtung MAC Diva. Hat auch ein relativ mattes, finde ich. Also es jetzt kommt jetzt ein bisschen heller an der Kamera raus. Ist aber sehr, sehr schön dunkel eigentlich. Dann an zweiter Position noch ein Rotton, aber ein nicht so kräftig dunkler Rotton, sondern von Maybelline, der Superstay 14 Stunden Lipstick in der Farbe Ravishing Rouge 540. Schaut so aus. Sehr, sehr schön cremig, die sind super schön matt. Ihr hier. Also es geht schon so ein Richtung Blutrot, finde ich im Herbst sehr, sehr schön. Und ja, so auch so wie schöne rote Blätter. Also ich liebe das. Ich liebe Rottöne im Herbst generell sehr gerne. Dann eine aus dem High-End-Bereich und zwar von MAC, eine Farbe, die ich liebe, liebe, liebe und jedem ans Herz legen kann, und zwar die Farbe Rebel. Absoluter Top-Lippenstift. So ein dunkler Pflaumeton. Manche kommen nicht so richtig mit dem zurecht. Also die finden den sehr, sehr schwierig. Bei mir sieht er sehr gut aus. Ich liebe ihn und eine meiner aller geliebtesten Farben von MAC. Geht auch so ein bisschen in die Rotrichtung, aber hat auch so einen argen Lila-Einschlag und auf meinen Lippen kommt es dann sogar noch so ein bisschen rosiger mit raus. Also eine sehr, sehr schöne, interessante Farbe, die wirklich auch bei jedem so ein bisschen anders aussieht. Dann Platz Nummer 4, ein wunderschöner Alltagston von L'Oreal. Aus dieser, sind diese Colorish-Lippenstifte, ich weiß es gerade nicht. Die 101 Tempting Lilac. Und das ist so ein heller Mauve-Ton. Mag ich sehr, sehr gerne. Ist halt nicht so farbintensiv, sondern eher so ein bisschen schierer. Und könnt ihr auch super schichten. Und darum liebe ich den so für den Alltag im Herbst sehr, sehr gerne. Geht natürlich auch im Sommer und im Frühjahr. Aber ich finde so, diese lila Sachen sind eher so meine Herbstfavoriten. Also wie gesagt, die Kamera verfälscht die Farben so ein bisschen. Es kommt eher rosig raus, aber es ist auch schon mehr schon so ein bisschen lila eigentlich. Und Platz Nummer 5, noch einer von Essence aus dieser Nude-Reihe, der Cool Nude, die 05. Schaut so aus. So ein schöner altrosaner Nude-Ton, so ein bisschen. Gute Pigmentierung. Hier sieht es jetzt wieder so ein bisschen wurstfarben aus, aber ist es eigentlich auch nicht. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Farbton, den ich sehr, sehr gerne mag. Und auch wirklich empfehlen kann. Also das sind meine Top 5 Herbstlippenstifte, die ich eigentlich super gerne trage. Also die vorderen drei am allerliebsten und die hier so eher für den Alltag. Kann ich euch nur empfehlen. Und ihr könnt mir ja auch gerne mal eure Top 5 unten reinschreiben. Ich suche immer gerne Inspiration, vor allen Dingen auch in der Richtung Rot und so bärige Töne. Ich freue mich jetzt auch schon auf die kommenden LEs von Essence und Catrice. Da sind auch so Farben drin und da werde ich bestimmt wieder was finden. Und ich habe mir auch bei MAC was bestellt, mal sehen. Und dann war es das für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wir sehen uns dann bald. Tschüss!